Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute mit den Gastherausforderungen dieser Woche gegen die Gegner Ellen, Wagner, Timaeus und Ganyu. Ja, die letzten geniale Beschwörungsrunden haben sich ja dadurch ausgezeichnet, dass eigentlich jeder im PvP aktuell Ganyu benutzt. Oder nicht jeder, aber sehr viele Leute. Und Ganyu auch einfach extrem stark ist, vor allem mit ihrer Talentkarte. Also Ganyu an sich ist nicht schlecht, aber vor allem ihre Talentkarte reißt es halt auf jeden Fall raus. Und ja, macht es recht schwierig, gegen sie zu gewinnen. Und jetzt müssen wir gegen die echte Ganyu sozusagen antreten in der Gastherausforderung. Und mal schauen, wie stark sie da ist. Also ich schätze mal, vermutlich ein bisschen schwächer tatsächlich, aber wir werden sehen. Genau. Dann fangen wir wieder mit der Okeanide an. Wir haben Paimon auf der Hand, also drei gleiche Würfel. Egal von welchem Element, sind gut. Haben wir nicht bekommen. Schade. Ja gut, dann würde ich tatsächlich sagen, machen wir einen Standardangriff, weil der hat ja Pyro auf sich. Boom. Oh, jetzt lässt er mich eh zwangsweise wechseln. Nett von ihm. Oder auch nicht. The threads of your fate lie in my hands. Okay. Es ist nicht das beste Deck gegen die Gegner, weil immer nur zwei Gegner auf dem Feld zu haben, ist schlecht für eine Überladen-Kombo. Für eine Unterstrom-Kombo meine ich. Weil man da ja bis zu drei Gegner verletzen kann mit einer Reaktion. Und er hat nie mehr als zwei Gegner auf dem Feld. Das ist eigentlich nicht so gut, aber ich habe jetzt keine Lust zu wechseln. So bin ich eben. Na, da ist der dritte Animo-Würfel, also können wir Paimon spielen. Den müssten wir jetzt eigentlich besiegen. Das Problem ist nur, ich kann ihn jetzt nicht besiegen. Ja, wieso hatte der jetzt kein Pyro-Element auf sich? Das verstehe ich jetzt nicht. Aua. Greift er nochmal an? Naja, das überlebst du schon, Bennett. Du schaffst das, Bennett. Ich glaube an dich. Sag ich doch. Das überlebt er mit einem Leben. Immer noch drei gleiche Würfel gebrauchen. Wir haben immer noch Paimon auf der Hand. Das ist nochmal Paimon. Verdammt. Spiel mal trotzdem aus. Genau. Wir machen einen Standardangriff mit Benny. Hey, wenn ich das richtig sehe, macht er keinen Gegner. Was? Wait, what? Okay. Ja, das bringt jetzt nicht so viel. Water's form is ever changing. Ja, es war jetzt blöd, weil bei den Intentionen des Gegners wurde quasi nichts angezeigt. Jetzt dachte ich mir, ja, beendet er jetzt einfach seinen Zug oder was? War schon etwas verwirrt und was macht er? Natürlich sofort Elementarfähigkeiten tötet Bennett. Ich hätte ihn retten können, theoretisch, aber naja. Ich habe gegambelt und ich habe verloren.
Aber naja, ist es wie es ist. Jetzt habe ich leider die Talentkarte der Okeanide weggeballert. Aber nicht so schlimm. In the image of the wilderness. The rising flood. Oh, er tut mir einen Gefallen damit tatsächlich. Jetzt haben wir nämlich eh gewonnen. Haushoch sogar. Haushoch gewonnen. Und bye bye, Mr. Wagner. Bye bye. Alright, sehr gut. Ja, es war ein solides erstes Duell. Ein bisschen lange gedauert. Aber naja. Ganyu heben wir uns auf jeden Fall zum Schluss auf. Den absoluten Todfeind Ganyu. So, dann Timaeus. Was hast du parat für uns? Die Schleime. Okay. Also auf jeden Fall mit Fischl anfangen. Nicht mit der Okeanide. Okeanide. Nicht Okeanide. Okeanide. In the name of the Prinzessin. The Prinzessin of the Verurteilung. Hatte ich Paimon nicht, ne? Ne. Not bad. Also die andere Paimon. No rest for the wicked. Servisten im Anmarsch sind drei. Welche sind das? Ah, nee. Könnte man sich das nicht irgendwie mal angucken? Komisch. There is no escape. In the image of the wilderness. Tja, der Schleim wird leider nicht sterben. Der kriegt nur zwei Schaden, keine drei. Ist etwas blöd. Und jetzt geht mein Schaden ins Leere. Ärgerlich. Ich habe vergessen, dass der Hillichol immer wechselt, wenn er angegriffen hat. Gonna be epic. Nice. Puh. Jetzt geht's wieder ins Leere, das gibt's gar nicht. Wie kann man da so viel Pech haben? Ich hab's zwar gerade schon kommen sehen, aber trotzdem. Das nenne ich mal verschwendete Zeit. Verschwendete Runden, verschwendete Angriffe, verschwendete Würfel. Egal was es ist, das war nicht gut genutzt. War das jetzt schon der letzte Reservist? Nicht, ne, da kommt noch einer. Na, einer kommt noch.
bestimmt nochmal einen Elektroschleim. Ja. I knew it. No, der friert mich jetzt ein. No. Hey, you can't do that, no? Verdammt nochmal. Contamination must be washed away. Ist eine Runde beendet? Natürlich geht's jetzt wieder auf den Hydroschleim. Ich könnte kotzen. The threads of your fate lie in my hands. Na, ich hätte einfach einen Standardangriff machen sollen, glaube ich. So viel Pech hatte ich, glaube ich, noch nie bei so leichten Gegnern. Was Timing angeht. Nicht jetzt Würfel oder Karten oder so. Und gewonnen. Gut, wer war der? Dann haben wir noch Ellen, glaube ich, ne? Genau. Und Ganyo, der Todfeind, sitzt dir gegenüber. Gut, der hat wieder die Noburi. Nobushi. Noburi oder Nobushi? Keine Ahnung. Ah Mist, was ist das hier? No, sag mir nicht, dass Hydro ist. Och man, wieso? Ah, no. Paimon? No. Warum ist es immer Hydro? Es ist so oft Hydro einfach. Meine Güte. In the image of the wilderness. Going somewhere? No. The threads of your fate lie in my hands. Ich bleib daheim. Ich gehe nirgendwo hin. Gut, das müsste eigentlich jetzt relativ schnell gehen. Die Kollegen hier runterprügeln. Na, ist nicht schlecht. Machen wir jetzt. Ups, zack. No rest for the wicked. So, seine Spezialfähigkeit wahrscheinlich machen, genau. Das heißt, ich mache einen Standardangriff. Dann wechsle ich noch auf Bennett.
Ich habe immer noch keinen Palmon auf der Hand, oder? Ich kriege aber die ganze Zeit Würfel dafür. Das ist wieder typisch. Wenn man sie nur auf der Hand hat, kriegt man dann keine Würfel, die man easy wegschmeißen kann. So, ist immer so blöd, dass sich die Reaktion auflöst. Das hasse ich so sehr. Ist so unlogisch und nervig. Du machst deine Spezialfähigkeiten nicht. Ich erlaube es dir nicht. Ouch. The threads of your fate lie in my hands. Na, ich krieg wieder keine Elementarreaktion. Das ist so dumm einfach nur. Ach Mann, ey. Ich hasse es so sehr. Es ist so unnötig. Jetzt hebt sich das wieder auf, Elektro und Hydro, und er kriegt keinen Schaden dadurch, weil es einfach unlogisch ist. Gähn. Langweilig und unnötig ist das einfach nur. Oh, er überlebt mit einem Leben, fällt mir gerade auf. Er wird mit einem Leben überleben. Ah, und das nur, weil wir kein einziges Mal mehr die Unterstromreaktion bekommen haben. So ein Quatsch. So, ciao. Jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt Ganyu, unsere Erzfeindin. Unsere geniale Beschwörung Endboss-Erzfeindin. Können wir sie besiegen oder werden wir untergehen? Es ist Zeit, Ganyu. Zeit für ein Duell. Diona und Kejing hat sie. There is no escape. Uff, okay, nicht gut. Wow. Gerade noch mal so irgendwas bekommen. Ja, ich hätte Leben nicht wegtun sollen. Ich hatte ihn auch auf der Starter und ich habe ihn weggetan. War nicht so klug. Ein großer Vorteil ist, dass sie keine Hydro-Figur in ihrer Comp hat. Also sie kann nichts mit Einfrieren machen. Das ist gut. Jetzt bräuchten wir nochmal 5 Hydro-Würfel. Sehr realistisch, dass wir die bekommen. Ich weiß. Na, ja, wobei. Sieht nicht gar nicht so schlecht aus. Ah, oh, wir haben's, lol. Nice. Changing.
This is long overdue. Das einzige Blöde ist, ich fällt mir gerade auf, kann ich mehr angreifen. The threads of your fate lie in my hands. Mit der Figurenwechsel mich ja schon kostet. Access denied. Das habe ich jetzt gerade irgendwie nicht so richtig bedacht. Au. Aua. Wenn sie schon ihre Talentkarte ausgespielt hätte, wäre jetzt eh schon Feierabend. Classic Ganyu. Puh, knappes Ding. No rest for the wicked. Okay, das sieht gut aus. Okay. I won't hold you back. Much. Ich will Bennett seine Waffe geben, aber ja, doch. Let's do it. Let's just do it. Incoming. Ow. Ein unsterbliches Monster namens Bennett. Mit Pilzer und Windfalke ist er tatsächlich unsterblich. Gefühlt. Ja gut, Kejing können wir einfach mit einem Standardangriff hops nehmen. Das ist eigentlich geschenkt. Ja, das ist eigentlich so gut wie gewonnen. Ich sehe zwar lebenstechnisch, könnte man zwar meinen, ich bin hier quasi kurz davor besiegt zu werden, aber das sieht nur so aus. Lasst euch nicht davon täuschen. Das ist ganz sicher nicht so. Das bildet ihr euch nur ein. Nochmal Spezialfähigkeit. Da kriegst du nicht mehr als ein müdes Lächeln von mir, Ganyu. Für so einen schwachen Angriff. Teamwork is dreamwork. Born of ice and frost. Bennett ist unverwundbar und unbesiegbar. Mit Windfalke und Pizza. Und Spezialfähigkeit. Na, das wäre ein bisschen ärgerlich. Der Schaden geht ins Leere. Naja, es sind zwei Elementarfähigkeiten und wir haben gewonnen. Zweimal Elementarfähigkeit von Bennett und das Ding ist gegessen. Also brauchen wir 6 Pyro-Würfel. Fast. Einer zu wenig. Naja. Ja, tatsächlich einer zu wenig. Aber durch Timmy haben wir sie. Bei Spezialfähigkeit, Elementarfähigkeit brauchen wir da gar nicht für Ganyu. Und gewonnen. Get out of here. I can't
Na gut, war nicht so erschreckend, aber sie hatte auch ihre Talentkarte nicht, die Ganyu. Also wenn die Ganyu jetzt ihre Talentkarte gehabt hätte, bin ich mir ziemlich sicher, hätte ich Haus hoch verloren. Weil ich habe es nicht gewonnen mit noch Ultra 4, jetzt zwei meiner Figuren waren relativ schwach, 4 Leben und Bennett, gut, hatte ich extrem gut ausgerüstet. Aber wenn sie ihre Talentkarte direkt am Anfang schon auf der Hand gehabt hätte, dann wäre das ganz anders gelaufen. Ja, es kommen jetzt bald drei neue Karten raus. Und man hat irgendwie nicht wirklich die Möglichkeit, sich mehr... müssen wir noch Duelleinladungen kaufen. Man hat nicht wirklich die Möglichkeit, mehr Glücksmünzen zu verdienen. Also es wird halt ein ewiges, dir fehlen immer noch ein paar Karten, dann kommen die neuen Karten, dann fehlen dir wieder neue Karten, dann fehlen dir immer noch ein paar Karten, dann kommen wieder neue Karten. Das wird ein ewiger Teufelskreislauf sein, bis du irgendwann mal rauskommst und dann vielleicht, dann hast du vielleicht alle Karten mal kurzzeitig, aber immer nur so für ein, zwei Wochen oder so. Irgendwie ein bisschen blöd. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder, bis dahin, haut rein und ciao, ciao.